Egal ob Live-Zaubershow oder Greifvögel zum Anfassen, auf der Momenturmesse wird den Besuchern bestimmt nicht langweilig. Rund 2100 Quadratmeter, 62 Aussteller und unendlich viele Möglichkeiten sorgen immer wieder für Überraschungen. Mit attraktiven Angeboten locken die Anbieter potenzielle Besucher an ihre Stände. Ich denke, unsere Motivation ist ganz einfach die, dass wir ein Angebot dem Kurz- und Tagestourismus anbieten möchten, den Familien, den Vereinen, den Reisegruppen, die im Endeffekt in dieser wunderschönen Umgebung, die wir 3 Autostunden um Pforzheim herum haben, letztendlich diese Umgebung auch näher kennenlernen und nicht immer nur Mallorca. Die erfolgreiche Messe findet bereits zum 2. Mal im Kongresszentrum statt. Ihre Qualität und das außergewöhnliche Angebot haben sich rumgesprochen. Das beweist auch die Ausstellerzahl, die sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht hat. Mit ihrem Schwerpunkt auf Kurzreisen und Tagestourismus schließt sie eine Lücke im Messeurwald. Die Aussteller haben natürlich gespürt, dass wir damit eine Nische besetzen. Sie können sich mit ihrem Angebot in der Regel auf den ganz großen Tourismusmessen wie ITB, CMT und Caravan nicht so präsentieren, wie sie das hier bei dieser Messe, bei der Momentur machen können. Die Veranstalter von Momentur hoffen, rund 4000 Besuchern ihre Heimat etwas näher bringen zu können. Die Türen des Kongresszentrums sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr für große und kleine Besucher geöffnet.